Ich glaube, das ist das größte Comic-Unboxing, das sie jemals auf diesem Kanal hatten und gleichzeitig auch das teuerste Comic, das ich jemals gekauft habe. Was geht ab, meine lieben Comic-Freunde? Willkommen zurück im Flowiverse. Wir haben heute tatsächlich die größte Ausbeute aller Zeiten. Also ich glaube, so viel habe ich mir noch nie auf einmal geholt. Eventuell auf der Comic-Con, aber das zählt ja nicht, weil das alles vergünstigt. Wir haben nämlich auch hier das größte Paket aller Zeiten, so, weil das sind nur meine US-Lieferungen und dann kommt noch ein bisschen was dazu, was ich mir im Urlaub geholt habe, was ich mir so noch geholt habe. Und ich war im Urlaub in Amsterdam und Paris, Luxemburg und Brüssel und ich habe dann die Rechnung gesehen, so, weil es kommt immer so die Rechnung, dann bezahle ich die und dann bekomme ich das Paket am Anfang vom Monat. Und es waren einfach so 365 Euro so und ich dachte so, what the fuck, wieso kann so viel in einer Abo-Lieferung zusammenkommen? Dann habe ich gleich mal geguckt, welche Abos ich laufen habe und habe beschlossen, ich muss ein paar Abos kicken, darunter She-Hulk und so weiter. Das werdet ihr aber eh in den nächsten Videos dann sehen, was ich nicht mehr im Abo habe. Aber es war die größte Comic-Lieferung und gleichzeitig habe ich auch endlich nach einem Jahr oder so das teuerste Comic, das ich jemals gekauft habe, gegradet bekommen. Und das werdet ihr auch in diesem Video sehen, also guckt euch das Video ganz an, denn es gibt Urlaubssachen, es gibt Abos, es gibt eigentlich alles, was man in einem Video sehen möchte. Also ohne Scheiß, ich glaube, das ist das teuerste Comic, das ich jemals gekauft habe und auch die fetteste Lieferung, die ich jemals bekommen habe. Ja, wir sind doch nicht hier, um groß zu reden, sondern um groß zu unboxen. Und ich hatte gesagt, wir fangen gleich an mit den deutschen Heften. Denn hier gab es ein bisschen Complications, ich muss das heute alles noch einordnen, weil ich glaube, mir wurde das falsch geliefert. Ich habe X-Men Nummer 4 bekommen, keine Ahnung warum. Ja, ich habe X-Men, die Reihe von Dagen, nicht im Abo, aber ich habe das bekommen. Das muss ich noch abklären. Habe ich auf jeden Fall nicht im Abo, weiß ich nicht, warum ich das bekommen habe. Dann Batman Detective Comics 4 State Tie-In mit einem Poster zu der Batman. Das nächste ist Justice League Nummer 7, da muss ich auch weiterlesen. Ich habe nur die ersten paar Hefte gelesen. Dann haben wir Batman Nummer 63, auch sehr, sehr feines Cover, auch von George Jimenez gezeichnet. Der Typ macht ja richtig geil, ist auch, glaube ich, so der Abschluss von James Tynion jetzt. Und dann haben wir auch, glaube ich, die Nummer 60 mit auch einem richtig fetten Cover. Ja, ihr wisst ja, ich sammle jetzt die deutschen Reihen noch fertig, bis da, wo ich US habe, weil ich habe die Abos leider ein bisschen zu lange laufen gelassen. Deswegen überschneidet sich das jetzt ein bisschen, ist aber nicht so das Problem für mich. Und dann sammle ich halt nur noch US. Hier das Spider-Man-Heft von Mark Bagley jetzt gezeichnet. Ryan Otley ist ja seit einer Zeit lang raus. Mit einem Loki-Sticker, ziemlich cool. Und dann haben wir noch Spider-Man Nummer 49, das Finale der Keimdienstag. Ein sehr, sehr dickes Heft. Freut mich sehr. Die Nummer 50 habe ich auch hier bei der Abo-Lieferung. Ich zeige euch dann, warum. Es gibt nämlich ein paar Überraschungs-Variants. Da habe ich mir eines davon geholt. Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich genau weitermache, was euch am liebsten ist. Denn, ja, ich habe mir wieder ein bisschen was in Amsterdam geholt. Ich war in Amsterdam auf Urlaub und habe mir ein paar Sachen geholt. Nämlich hier Harley Quinn Nummer 18. Ich sammle die Reihe nicht, aber ich musste diese 30th Anniversary Hommage-Cover kaufen. Ich habe das Heft auch im Wandelpark in Amsterdam gelesen und muss sagen, es war ziemlich cool. Es hat jetzt nicht so viel cool gemacht. Harley reist halt mit so einer Gruppe ins All, weil die irgendwas verhindern müssen und ja, war halt ziemlich belanglos. Aber so eine klassische Harley Quinn Story, ich meine, von einer Harley Quinn Story erwartet man sich auch nicht, dass man jetzt das beste Comic ever liest, oder? Und hier haben wir dann eben noch so ein Cover. Das zweite Heft habe ich noch nicht gelesen, werde ich die nächsten Tage mal lesen, aber wie gesagt, da warte ich mir jetzt auch nicht so viel. Das war es auch schon wieder zu Harley Quinn in diesem Video. Dann habe ich ein Überraschungsvariant sogar. Ich muss euch kurz noch was zeigen vorher. Nämlich Daredevil Nummer 1. Ich weiß, ich habe die 1 im Abo. Ich glaube, die ist hier auch dabei. Aber ich muss mir das Variant holen. Ich wollte den CIA Comics unterstützen. Das ist so ein Laden in Amsterdam, der ist so fett. Ja, dann habe ich mir dieses Variant geholt. Finde ich mega, mega schön. Also kann man auf jeden Fall machen. Ich möchte vorher noch die vorherige Reihe lesen, dass ich das hier lesen kann, weil ich zeige gleich, warum ich die lesen möchte. Und hier haben wir dann noch Shang-Chi und The Legend of the Ten Rings. Habe ich jetzt auch ins Abo genommen, weil ich habe mir die das erste Heft einfach rausgenommen. Ich habe ja gerade vorher die vorherige Reihe von demselben Autor gelesen und da gibt es auch die nächsten Tage mal eine Review dazu. Hat mir echt Spaß gemacht, deswegen werde ich die auf US lesen. Die erste Reihe habe ich auf Deutsch, den ersten deutschen Mal gelesen. Ich habe die Tüte mit den Comics an der Hotelbar liegen gelassen und bin am nächsten Tag zur Rezeption und habe so gefragt, hat irgendjemand mein Comic-Säckchen gefunden? Und die haben es leider nicht gefunden, deswegen dachte ich, es ist weg. Den nächsten Tag darauf bin ich nochmal hingegangen und gefragt, weil ich mir dachte, vielleicht hat es jemand abgegeben. Und dann hat der Rezeptionist so gesagt, yo, also auf Englisch hat so, yo, ich habe es gefunden. Und ich habe sogar Shang-Chi gelesen und ich so, oh nice, und was cool, also ich habe eh drauf aufgepasst, bla bla bla. Und ich so,
Danke, dass du es mir überhaupt aufgehoben hast. Und er hat es gelesen, Shang-Chi war anscheinend ziemlich nice. Also Review von einer Rezeptionistin in Amsterdam. Und das ist noch so das Letzte, glaube ich, was ich mir noch in Amsterdam... Nee, ich habe noch ein paar Sachen. Ein Bodybag-Variant. Ich habe keine Ahnung, nicht mal der Comic-Händler selber wusste, was da drin ist. Und ich auch nicht, deswegen machen wir das auf. Ich habe irgendwo gelesen, Francesco Martina hat Variants dazu gemacht. Und ja, wie gesagt, wir machen das Ganze einfach auf. Und gucken rein. Ich bin echt gespannt. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Wir gucken miteinander rein. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, glaube ich, Francesco Martina. Ist das überhaupt ein Typ oder ist das eine Frau? Ja, habe ich richtig gelegen. Ein Supergirl-Variant. Sehr, sehr schönes Supergirl-Variant, wie ihr seht. Finde ich richtig geil. Es ist von DC... Deceased, das ist ja alles wieder ein bisschen fröhlicher geworden, es wurde ein Heilmittel gefunden. Ich muss ehrlich sagen, der letzte Band war mir ein bisschen zu fröhlich und dann habe ich irgendwie vergessen, was drin passiert ist und mittlerweile ja, bin ich echt gespannt. Das ist das Finale von dem Ganzen. Ich fand es nice, weil der erste Band so düster war, aber ja, ich werde mir das Ganze jetzt auf Deutsch holen, weil ich die ersten drei Bände auch schon auf Deutsch habe und das habe ich dann gerne schön im Regal stehen. Gleichzeitig habe ich mir auch was geholt, was mit dem sicher viele Leute was anfangen können, nämlich wieder ein paar Single Issues zu Invincible. Ja, ich gehe es einfach mit euch durch, die Nummer 130, diese Nummer 127, Nummer 125. Ich muss jetzt die Liste anfangen. 123, 122, 119 und 144. Ich weiß das nicht, das originale Cover. Ich glaube, das ist irgendein Reprint oder ein Hommage oder so. Ich weiß dann das erste Heft. Ja, ich weiß nicht, wer das im Cover ist. Ich hoffe, ich spoilere mich hier nicht. Double Sides Final Issue, aber ich glaube, das ist so das finale Heft vom Inhalt her gleich. Deswegen passt es für mich. Und ja, jetzt habe ich das Finalheft auch und ja, wie gesagt, ich weiß selber, dass ich Invincible ziemlich unmöglich komplett bekommen werde als amerikanische, englische Hefte, aber ich kaufe sie mir trotzdem und versuche so gut es geht. Natürlich die Key-Issues und die erste Ausgabe und so werde ich natürlich niemals so als First Print bekommen, ist mir schon klar, aber Reprints reichen mir auch. Ich hätte gerne einfach nur die Hefte und ja, wenn ich irgendein Heft nicht bekomme, ist mir auch egal, weil wie gesagt, ich habe es eh auf Deutsch eigentlich und ich kaufe mir die eigentlich nur just for fun, weil ich die Cover halt abnormal schön finde und generell ist einer meiner Lieblingscomics, wenn nicht sogar mein Lieblingscomic ist. Dann kommen wir zur Abo-Lieferung, zu meinen US-Abos, die ich jeden Monat bekomme. Fangen wir an mit Aquaman Andromeda Nummer 2 von Ram V. Ich habe das erste Heft nicht gelesen, ich habe reingeguckt, es sieht mega nice aus von den Zeichnungen, werde es aber lesen, wenn es komplett ist. By the way, wie findet ihr das eigentlich, dass die Black Label Bücher so dünn sind, so prestigeschick? Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich scheiße und ich werde auch, glaube ich, in Zukunft keine mehr kaufen, weil es fuckt mich echt schon ab. Ich finde zwar die Hardcover von Panini nice, aber preislich ist es halt eine Katastrophe. Das nächste ist Rogues Band 3. Ich muss da gucken, weil den zweiten habe ich noch nicht bekommen und das steht auch nicht auf ausstehend. Das heißt, ich muss da mal anfragen beim Comicshop, wo der bleibt. Und ja, dann kommen wir zu dem fetten Stapel mit Heften. Das sind einfach so krass viele. Bevor wir zu den Heften kommen, möchte ich euch noch zwei Sachen zeigen. Nämlich habe ich mir den ersten Band von Geiger geholt, von Crosscut. Das ist überformatig. Ich dachte, das ist ein normales Comicformat. Ist es nicht, aber es ist massiv schön verarbeitet. Ich glaube, 25 Euro kostet das Teil. Genau, und ist auf jeden Fall ein richtig, richtig schönes Comic. Müsst ihr euch auf jeden Fall holen. Wie gesagt, Geiger von Jeff Jones und Gary Frank und Brad Anderson. Drei der besten Leute, die es in der Comicindustrie gibt. Und eine fette Empfehlung für Geiger. Das nächste kenne ich von Cosmic Comic Rider. Und ist von einem meiner Lieblingsautoren, Donny Cates, leider nicht im selben Format wie Geiger. Nämlich Crossover, Kinder lieben Ketten. Ich wollte mir das Ganze aus Englisch holen, aber dann waren die einzelnen Issues vergriffen und die Paperbacks habe ich irgendwie verpennt. Und dann habe ich beschlossen, ich hole es mir einfach auf Deutsch. Und ja, vom Splitter Verlag habe ich, glaube ich, eh keinen Comic. Das ist mein erster Splitter Comic. Und finde, es sieht ziemlich geil aus und... Ja, also bin ich auf jeden Fall schon gespannt, weil da redet ja auch jeder ziemlich groß darüber. Das nächste ist Daredevil Nummer 1, der Paperback von Chip Starsky. Der Run kommt nicht auf Deutsch, ich weiß nicht, was mit Panini los ist. Sie drucken einfach ein Band mitten in der Reihe als Vorgeschichte zu Daredevil's Reign ab und wundert sich dann, warum kein Daredevil gekauft wird. Ich meine, sorry Panini, aber ganz ehrlich, ich meine, Omnibus ist cool, die Deluxe Edition von Charles Soule, sehr geil, die werde ich mir auch holen. Aber jemand, der noch nie Daredevil gelesen hat, den bekommt ihr nicht mit einem 100-Euro-Band zu Daredevil. Ihr müsst einfach mal Nummer 1 printen oder so im Paperback. Gerade von Chip Starsky, der ist einfach so gut, der Run. Ich habe den eben jetzt angefangen, der ist so abnormal gut. Dazu wird auch in den nächsten Tagen eine Review kommen. Und ja, ich weiß nicht, warum Panini das nicht druckt. Ich meine, pff,
Wie gesagt, die Veröffentlichungen von Panini sind sowieso fragwürdig. Das war auch der Grund, warum ich auf englische Comics umgestiegen bin. Die Aufmachung ist nice. Die Seitenqualität ist halt die klassische, billige amerikanische Papierqualität. Ja, ich, ganz ehrlich, ich finde die Paperbacks jetzt von der Qualität her nicht so nice im Englischen, deswegen hole ich mir auch lieber deutsche Paperbacks, aber ja, die gibt's halt nicht auf Deutsch und die Chance zu einem Deutschen ist ziemlich scheiße, deswegen, ja, am geilsten wäre es natürlich, wenn Omnibus rauskommt, wo ich auch ziemlich safe bin, dass dann Omnibus von Daredevil Chip Starsky rauskommt, aber ich weiß nicht, ob ich so lange warten kann und ja, solange ich nicht warten kann, werde ich mir einfach die Paperbacks holen und ja, die Zeichnungen sind der Traum, aber das werdet ihr alles in meiner Review erfahren. Und dann haben wir, bevor wir mit den Single-Issues und den Heften anfangen, das teuerste Comic, das ich mir jemals gekauft habe. Ich habe über 300 Euro dafür ausgegeben. Ich habe es graden lassen, eigentlich mit einem eigenen Label zur Serie, aber komischerweise wurde das nicht gemacht, keine Ahnung warum. Ja, ich habe einen Comic ersteigert auf Whatnot, heißt das. Das ist so eine App, da kann man Comics ersteigern. Leider bin ich ein bisschen süchtig danach geworden, habe ein paar US-Comics ersteigert, Variants und so weiter, die teilweise ein bisschen überteuert rausgegangen sind, aber ich habe trotzdem mitgesteigert, mitgeboten und habe auch ein paar coole bekommen. Nachher bin ich froh. Ich hatte Angst vor diesem Comic, weil ich hatte Angst vor den Zollgebühren und irgendwie, ich kann es mir nicht erklären, warum, aber es ist kein einziger Cent Zollgebühren angefallen. Ich habe telefoniert mit dem Zoll, die haben gesagt, ich soll was zahlen, dann ist nie was gekommen und irgendwie lag das dann bei mir zu Hause, es ist nie ein Zahlschein oder so gekommen. Aber es ist jetzt in meinen Händen, es ist signiert, es ist limitiert, es ist eine 9,8 gegradet, mein zweites gegradetes Comic. Und ja, ich werde auch vielleicht noch ein eigenes Video dazu machen, aber jetzt halte ich es in die Kamera. Könnt ihr schon erkennen, was das ist? Nämlich das Omni-Man Variant von Tyler Kirkham. Ja, es ist, wie gesagt, gegradet. Ich wollte das Invincible Label, das hatten die irgendwie nicht am Schirm. Ja, es ist die Nummer 5 von 20 und signiert von Tyler Kirkham, der Zeichner, der das Variant gemacht hat. Und ja, ich bin ziemlich zufrieden. Ich finde es ziemlich, ziemlich geil. Und es ist mein zweites gegradetes Comic. Das erste, das ich selber graden lassen habe. Und ich finde, das Variant sowieso ist ein Traum. Also ich liebe einfach Omni-Man. Ich liebe Invincible. Ihr merkt es immer mehr. Ich bin mega im Hype. Und ja, ich bin mega zufrieden. Also ist alles gut gegangen. Ich bin froh, dass ich einen 9,8 bekommen habe. Weil es war nicht garantiert. Und jetzt habe ich es. Und ja, kann es gleich wieder wegwerfen. Ciao. War eine Heidenaufregung. Ich habe mega viel E-Mail-Verkehr mit den Torpedo-Comics-Leuten gehabt. Das war eine Katastrophe von denen, von der Kommunikation her. Deswegen war das auch das letzte Mal, dass ich da jemals was bestellen werde. Aber ich bin aber nur froh, dass ich dieses Variant habe. Das nächste Invincible-Zeug, für das ich viel Geld ausgebe, ist dann Ryan Otley zu treffen oder ein Sketch von dem zu bekommen. Jetzt fangen wir wirklich an mit den Abo-Lieferungen. Und wir fangen an mit Amazing Spider-Man Nummer 4. Ich habe nur das erste Heft gelesen, ihr kennt mich. Ich fand es aber eigentlich ganz nice. Ich weiß, sie hat sehr, 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 sehr viel Hate bekommen. Ich werde noch herausfinden, warum. Und ja, ich weiß auch, dass die meisten John Romita Jr. nicht so feiern an Spider-Man. Ich finde ihn cool, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, ich habe die Reihe auch noch nicht so weit gelesen, deswegen darf ich auch nicht zu viel reden. Das nächste ist Ghost Rider, bin ich auch immer noch nicht dazu gekommen. Ich werde noch ein, zwei Ausgaben warten und dann werde ich das ein Stück lesen. Das nächste ist Punisher War Journal Blitz. Keine Ahnung, warum ich das habe. Es ist vielleicht ein Annual oder so zur Reihe, die ich abonniert habe. Wahrscheinlich, weil sonst hätte ich es nicht bekommen. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. She-Hulk, wie gesagt, heute ist die erste Folge She-Hulk sogar rausgekommen. Bin ich auf jeden Fall gehypt. Ich finde, es sieht wunderschön aus. Aber wie gesagt, aus finanziellen Gründen muss das Ganze aus dem Abo fliegen. Wahrscheinlich nehme ich es eh wieder rein, so wie ich mich kenne. Han Solo und Chewbacca Nummer 3 ist auch so eine Reihe. Die habe ich noch nicht gelesen. Ich habe noch nicht reinlesen können. Aber ich finde, es sieht nice aus und ich werde noch ein, zwei Hefte abwarten, dann werde ich es lesen und entscheiden, ob ich dranbleibe. Venom Lethal Protector, sehr, sehr geile Reihe. Ja, mit sehr, sehr geilen Covern. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Reihe dann noch so wird. Das nächste ist auch ein sehr, sehr großer Hype, nämlich Batman 126. Ab der 125 ist Chip Starsky dran. Batman, ein Traumautor an einem Traumcharakter. Der ist auch hier irgendwo bei der Abo-Lieferung dabei. Das gucken wir uns dann an. Mega-Cover. Ich bin echt gespannt auf diese Batman-Reihe. Werde ich definitiv in nächster Zeit lesen. Batman Killing Time Nummer 6 von 6. Jetzt habe ich es komplett. Jetzt werde ich es lesen. Ich habe nur, ich weiß nicht genau, ob ich Batman und Catwoman davor gelesen habe. Muss von Tom King. Falls das jemand weiß, schreibt mir das in die Kommentare. Weil dann muss ich mir das vorher noch holen. Das würde ich eventuell gerne noch vorher lesen. Aber wahrscheinlich ist es gar nicht so tragisch. Dark Crisis Nummer 3. Nummer 2 wird ja auch worum fliegen. Ich habe das erste gelesen. Es gibt eine Review, falls ihr die noch nicht gesehen habt.
Ich finde das Event richtig geil. Ich bin gespannt, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Poison Ivy Nummer 3. Richtig fettes Cover. Bin ich gespannt, habe noch nichts von der Reihe gelesen. Shazam Nummer 1 mit Mary Marvel. New Champions of Shazam. Bin ich auch sehr gehypt. Das nächste ist Flashpoint Beyond 4 von 6 mit einem wunderschönen Cover. Finde ich richtig, richtig schön. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber diese Abo-Lieferung ist halt einfach so fett, weil die ganzen Corona-Sachen, die sich verschoben haben wegen Corona, jetzt nachgeliefert wurden. Nightwing Nummer 94, das ist sehr, 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 sehr geiles Cover, auch von den Farben her. Flash Nummer 784 mit einem weiteren Dark Crisis Tie-In. Dann haben wir DC vs. Vampires All-Out War Mini-Reihe. Keine Ahnung, die haben die ihm einfach dazugegeben von Rosenberg. Sehe Shazam, Mary Marvel am Cover, so kann das nur nice sein. Nehme ich mal mit, mal gucken. Black Adam Nummer 2 von 12 sieht sehr, sehr geil aus. Ich habe Nummer 1 leider immer noch nicht gelesen, auch wenn die da oben irgendwo liegt und lesebereit ist. Batman The Knight, wie gesagt, ich werde es lesen, wenn es komplett ist. Sieht mega fett aus und Chip Starsky und Batman. Ist alles, was ich wollte. World's Finest Nummer 5 ist auch sehr, sehr, sehr schön. Dan Mora, einer meiner Lieblingszeichner. Ich habe nicht ohne Grund sein Batman auf meinen Arm tätowiert. Dann Aquaman, The Flash, Void Song. Ich habe das erste reingelesen. Es war leider sehr, sehr belanglos. Und hier der zweite Band. Ich hoffe, es kann doch noch was. The Lonesome Hunters Nummer 2. Wieder ein Indie-Titel, den ich sehr, sehr fresh finde. Auch das Cover mega fett. Bin ich gespannt, wie die Reihe ist. Ich habe noch nicht reingelesen. Dasselbe bei The Illusion Witch Book 2. Habe ich auch noch nicht reingelesen. Aber bin ich auch auf jeden Fall gespannt. Ich finde, es sieht ziemlich cool aus. Und dann kommen wir zu etwas, das ich mir eigentlich holen wollte, weil das so der erste Mandalorian-Auftritt in den Comics ist von Star Wars. Er war einmal nur auf einem Variant-Cover oben und das war's eigentlich. Und jetzt das erste richtige Comic von Mandalorian, also quasi so der erste Auftritt, First Appearance von Mando. Und ich muss sagen, es ist eine Frechheit. Ich habe es gleich gelesen, weil ich so gehypt war und es ist quasi eigentlich nur die erste Folge als Comic. Ich weiß nicht, was man sich gedacht hat. Ich weiß nicht generell, was das soll. Das Cover ist nice, aber ganz ehrlich, was soll der Scheiß? Ich habe keinen Bock, die Serie noch einmal als Comicform zu lesen. Keine Ahnung, was die sich gedacht haben. Vielleicht kommen da ja noch so Sachen zwischen den Episoden, so Filler, aber ich habe gar keinen Bock, ehrlich gesagt. Ich werde das, glaube ich, direkt nach dem Video aus dem Abo kicken, weil ich das so scheiße finde, dass es einfach die erste Folge als Comic ist. Ja, weiter geht's mit Spider-Punk Nummer 3. Habe ich auch noch nicht gelesen, sieht aber mega eigen und sehr nice aus. Punisher Nummer 4, hier auch. Ich finde das nice, weil hier immer so Zitate oben sind. Bin ich gespannt, aber wie findet ihr eigentlich den neuen Anzug von Punisher? Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Daredevil Nummer 1 hier auch mit dem Standardcover, was wunderschön ist. Ist, glaube ich, auch schon wieder vergriffen. Sieht einfach nur mega fett aus, oder? Traum, wirklich Traum. Chip Starsky und Daredevil ist wie, ich kann es nicht in Worte fassen einfach. Dann haben wir Captain Carter Nummer 4. Ich dachte anfangs, das ist ein Variant. Ich habe gesehen, die Serie ist auch mit der 5. Ausgabe dann abgeschlossen. Das war es dann für mich auch schon wieder mit dem Charakter Captain Carter. Ich habe es zwar nicht gelesen, aber ich habe jetzt nicht so viel Interesse, außer die Reihe ist jetzt so abnormal gut, dass ich mehr von ihr lesen möchte. Immortal Sonja Nummer 4 ist eine nice Reihe, habe ich die ersten zwei Hefte gelesen. Gefällt mir sehr gut, werde erstmal im Abo bleiben. Dann Wonder Woman mit ein paar der schönsten Cover, die ich eigentlich so bei DC aktuell sehe. Sehr, sehr nice. Ich habe dann auch noch so ein Wonder Woman Day Special bekommen. Danke an Andy's Comic Express. Sehr, sehr geil. Ist nur so, glaube ich, so eine Leseprobe aus irgendeinem Jugendroman oder Jugendcomic. Dann eines der fettesten Cover, das wir hier im Video haben, nämlich Venom Lethal Protector. Sieht brutal aus, auch hier im Regen. Sieht einfach nur richtig, richtig nice aus. Ich glaube, mit 6 Ausgaben ist das Ganze auch schon wieder abgeschlossen. Ich weiß es aber nicht fix. Han Solo und Chewbacca Nummer 4, hier auch mit diesem schwarzen Chewbacca, der ja in Boba Fett vorkam. Sehr nice Idee, finde ich, dass der hier vorkommt. Und wir werden sehen, was es mit ihm auf sich hat. She-Hulk Nummer 5, wie gesagt, ist jetzt das letzte Heft für mich. Vielleicht das 6. noch holen, damit die Story abgeschlossen ist. Werden wir dann noch sehen. Weiter geht's mit Moon Knight Blood, White and Blood. Moment, Black, White and Blood Nummer 3. Schwarz-Weiß-Geschichte mit rotem Blut. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich wollte eine Moon Knight-Reihe. War von Jonathan Hickman das erste Heft. Ich wusste nicht, dass da immer andere Autoren dran sind. Und jetzt habe ich die halt doch. Ich glaube, das ist eh schon das letzte Heft. Dann haben wir Bloodstained Tooth. Das sieht einfach so abnormal fett aus. Das ist eines der schönsten, koloriertesten Comics, das ich jemals gesehen habe. Batman Killing Time Nummer 5 von 6.
Die sechste Ausgabe hatten wir schon. Das heißt, ich habe die Reihe jetzt komplett. Habe eh schon alles dazu gesagt. DC vs. Vampires Killers, das ist ein One-Shot. Muss ich natürlich auch dazu nehmen. Ist, glaube ich, sogar automatisch im Abo gewesen. Ja, irgendwie bereue ich es. Ich hätte einfach auf die deutschen Bände warten sollen, weil es sind so viele Tie-Ins und so. Ja, ich weiß nicht, ob sich das alles lohnt oder ob das alles überhaupt das wert ist, dass man sich's holt. Aber wie gesagt, wenn die Reihe vorbei ist, war es auch schon wieder für mich. Am 7 von 12 mit einem wunderschönen Cover, schreibt der James Tinian. Ich bin jetzt nicht so der krasse Fan von ihm. Ich habe es mir eigentlich nur geholt, weil der Red Hood davon geredet hat und da, wie er das vorgestellt hat, sah es nice aus und dann habe ich halt bestellt. Dark Crisis Nummer 2, wie gesagt, das erste Heft, mega. Ich bin abnormal gehypt. Es hat jetzt einen neuen Titel und die Hefte werden gereprintet unter dem neuen Titel. Das heißt, vielleicht werden die was wert. Ich verstehe den Titelwechsel bis jetzt noch nicht. Ich weiß, irgendjemand hat in den Kommentar geschrieben, weil sich es nicht verkauft hat. Ja, okay, dann soll DC halt machen. Das Heft wollte ich mir eigentlich nicht holen, aber ich habe einen Ausschnitt auf Instagram gesehen und das sieht so abnormal gut aus. Ist auch von Tom King geschrieben, wie ich gerade sehe, dann wundert es mich nicht. Tom King an Superman ist so mein Traum eigentlich. Ich würde gerne Tom King an Ongoing sehen bei Superman, weil ein Band, den er geschrieben hat, Superman Up in the Way, glaube ich, heißt er. Der war so gut. Da habe ich echt mehr Bock auf Tom King als Superman. Superman Son of Kal-El Nummer 13. Da kann ich jetzt auch weiterlesen. Warum, werdet ihr gleich sehen. Weiter geht's mit der Dust League Road to Dark Crisis. Habe ich mir dann nachher noch bestellt, weil ich wusste nicht, dass es rauskam. Kein Plan, was das ist. Werde ich aber auf jeden Fall gleich lesen. Das nächste ist wieder was vom Gratis-Comic-Tag, nämlich Super Pets. Ja, sieht nice aus. Ja, ich habe den Film leider noch nicht gesehen. Superman Action Comics 1045, richtig, richtig fettes Cover. Action Comics, eine der besten Reihen aktuell bei DC. Philip Kennedy Johnson macht einen atemberaubenden Job. Aquaman Nummer 6, ich habe gesehen, die Reihe wird beendet. Finde ich sehr, sehr schade, aber ja, es ist, wie es ist. Und ja, mal gucken, wie die Reihe wird. Ich habe, glaube ich, noch nichts gelesen. Ich habe nur beim ersten reingeguckt. Sieht nice aus, aber wie gesagt, habe noch nichts wirklich gelesen. Captain America Symbol of Truth. Ich habe gesehen, dass die beiden Captain America Reihen jetzt einen Crossover haben und quasi so ein bisschen verknüpft werden miteinander. Hier haben wir eine Information, dass die Lieferungen jetzt wieder regelmäßiger kommen. Und dann haben wir auch Spider-Man Nummer 6, beziehungsweise die Legacy-Ausgabe, die ein bisschen dicker ist, mit einem richtig, richtig fetten Cover. Gab es auch viele Variants, ich habe mich aber für den Standard entschieden. Ist auch richtig dick, wie gesagt, ist so irgendwie Paperback-mäßig. Keine Ahnung, ob ich das dann wirklich in den Schuber geben werde. Das nächste ist von Chip Starsky, Public Domain Nummer 2. Ich habe nur Gutes gehört über die Reihe und deswegen muss ich mir die holen. Ich habe reingeguckt, die Zeichnungen sehen echt nicht so besonders aus, aber ich darf nicht meckern. Ich glaube, so ein Style wird es bei meinem eigenen Comic dann auch werden. Dann Detective Comics Issue Nummer 1062 mit von Ram V. Ich weiß nicht warum, aber das ist eines der fettesten Cover, das ich in letzter Zeit gesehen habe. Einfach mitten unter der Reihe so ein fettes Cover raushauen, das hat mich echt begeistert. Weiter geht's mit Venom Nummer 9 mit Kang am Cover. Sehr, sehr geil. Ja, die Reihe selber haut mich nicht um, aber nach Donny Cates ist es auch ziemlich schwierig. Ich habe mir dann auch Life Zero, die erste Ausgabe, nur bestellt. Nicht im Abo, weil ich glaube, die ist schon komplett rausgekommen. Ich wollte es einfach mal holen, um reinzulesen. Und Mark Cicetto ist aktuell einer meiner Lieblingszeichner. Marco Cicetto, glaube ich. Weil er hat ja die Daredevil-Reihe, die aktuelle, gezeichnet. Und das ist auch hier der Zeichner. Und das sieht einfach so fett und blutig aus. Da hatte ich mega Bock drauf. Das nächste ist Batman Detective Comics 1061. Sehr, sehr schönes Cover. Bin ich aktuell nicht aktuell. Das nächste ist Issue 1 von Chip Starsky, Public Domain. Bin ich echt gespannt. Wie gesagt, ich finde die Cover sehen nice aus und ja, Chip Starsky kann man, glaube ich, aktuell gar nichts falsch machen. Poison Ivy Nummer 2. Kann nichts dazu sagen. Poison Ivy halt. Das nächste ist auch Monkey Prince. Der ist jetzt aus dem Abo gefallen mit der Nummer 6. Ich habe gesehen, dass mit der Nummer 12 auch schon zu Ende, aber ich habe keinen Bock mehr auf die Reihe. Flashpoint Beyond Nummer 3. Eine richtig nice Reihe. Ich glaube, ich bin bei Heft 1 oder 2. Und ja, finde ich sehr, sehr nice. Ich bin gespannt, was für Auswirkungen diese Reihe auf das DC-Universum hat, weil es ja trotzdem Geoff Jones schreibt und der hat meistens viele Hintergedanken, wenn er einen Comic schreibt. Nächste ist DC vs. Vampires Nummer 8. Sehr geiles Cover, wie gesagt. Ich bin nur noch froh, wenn die Reihe zu Ende ist und ich die lesen kann. Dann haben wir so ein Spider-Man-Überraschungsvariant. Das ist von Panini, das ist kein US-Comic. Panini hat sich nicht lumpen lassen, hat bei der Ausgabe 50 wieder 222 Exemplare rausgehauen von 60 verschiedenen Variant-Covern. Man merkt, bei Batman Tom King gab es das schon mal, das war aber in so einem Glanzpapier. Man merkt, hier haben die nur noch so raues Papier genommen. Sieht sehr, sehr nice aus, wie ich finde. Und wir werden da jetzt direkt reinschauen. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, welches Variant-Cover ich ziehe.
Ich hoffe, es sieht geil aus. Bei Tom King hatten wir nicht so das Glück. Eins war nice, eins war scheiße. Und jetzt habe ich mir aber nur eins bestellt und ist es geil, ist es geil. Sehr schönes Cover. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, was gezeichnet hat. Eventuell Mark Bagley, aber ich weiß es wirklich nicht. Es steht hinten Marcello Ferreira, den kenne ich gar nicht. Dieses Cover sieht sehr nice aus. Ist Nummer 170 von 222. Sieht richtig fett aus, wie ich finde. Da bin ich auf jeden Fall mal zufrieden. Spider-Man und Mary Jane in der Luft. Kann man auf jeden Fall lassen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Bin ich zufrieden. Passt. Das nächste ist Detective Comics 1056. Ich glaube, das war das, was schon ewig lange im Rückstand war. Bin ich echt froh, dass ich das endlich habe. Bin ich bei der Reihe auch wieder komplett bisher. Das nächste ist ein International Women's Day Variant, das ich mega schön finde. Ich bin ein bisschen pissed, weil ich eigentlich das Standard Cover haben wollte, aber das war ewig lange zum Rückstand und anscheinend haben die es jetzt nicht mehr bekommen, weil ich hier das Variant bekommen habe. Finde ich sehr, sehr schade, aber ja, ist einfach mal so und jetzt habe ich das Variant vom International Women's Day. Superman Action Comics 1044, Berserker Nummer 9, auch richtig, richtig nice Reihe, richtig Fetzerei, blutig und eine nice Story. There's Something Wrong with Patrick Todd, sehr, sehr geiles Ding. Punisher Nummer 3, Devil's Reign Omega mit Daredevil und Elektra, finde ich auch richtig nice. Dann haben wir Aquaman Nummer 5 und die haben wir auch schon, die Final, also die erste Issue von Chip Starsky's Batman. Bin richtig geil, bin auf jeden Fall gespannt, ob das was werden kann, beziehungsweise wie geil das werden kann, weil einer meiner Lieblingsautoren und einer meiner Lieblingshelden. Black Panther Nummer 7, auch eine richtig, richtig nice Reihe. Captain America Sentinel of Liberty Nummer 2, sieht auch richtig fett aus. Ich bin gespannt, ob es endlich mal eine richtig gute Captain America Reihe wird. Captain America Symbol of Truth Nummer 2 und zu guter Letzt haben wir noch Carnage Nummer 4. Ja, das war schon wieder mit dem ganzen Zeug. Es ist richtig viel. Ich freue mich aufs Baggen und Boarden und wenn das alles fertig im Regal steht. Ich habe gerade mega Platzprobleme, deswegen bin ich am Überlegen, ob ich meine US-Comics irgendwie anders lagern soll. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich muss demnächst auch endlich mal die Roomtour drehen, die ich schon so lange verspreche. Ansonsten war es schon wieder. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Ciao.